Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Heute geht es um ein Gebiet, was ihr nur entdeckt, wenn ihr eine bestimmte Mission, eine Questline abschließt, die euch im Spiel überhaupt gar nicht vorgestellt wird. Und das ist die Questline von Lily. Lily ist der NPC, den ihr relativ früh im Spiel dazu bekommt in eure Crew. Und Lily hat eine versteckte Questline, die ihr abschließen müsst. Und wenn ihr diese Questline abschließt, dann habt ihr die Möglichkeit, in ein neues Gebiet zu reisen. Und das Gebiet ist Eidos 9. Das taucht dann nach der großen Wüste auf und ist quasi zwischen dem letzten Gebiet und der großen Wüste verankert. Bedeutet, sobald ihr ins letzte Gebiet gekommen seid, ich werde jetzt nicht spoilern, welches das letzte Gebiet ist, aber für die Leute, die da sind, die können diese Mission nicht mehr abschließen und kommen auch nicht mehr in dieses geheime Gebiet. Das geheime Gebiet nennt sich Eidos 9. Und dort gibt es natürlich wieder verschiedene Nanosuits, verschiedene Exospines und, ganz viel zu tun. Auch storymäßig geht es da voran und ihr erfahrt ein wenig zur Backstory von Lily. Aber wichtig ist natürlich, wie kommt ihr überhaupt dorthin und was hat es mit dieser versteckten Questline auf sich? Euch wird das vielleicht mal aufgefallen sein, mir ist es bislang nie aufgefallen, bis ich davon erfahren habe. Und zwar taucht oben rechts im Spiel ab und zu eine Prozentzahl auf von Lily. Und das taucht immer auf, wenn ihr Nebenmissionen abschließt, wenn ihr bestimmte Dinge einsammelt, wenn ihr in der Hauptstory voranschreitet. Und sobald diese Leiste auf 100% ist, dann habt ihr die Möglichkeit, nach der großen Wüste in Eidos 9 zu kommen, bevor ihr dann ins letzte Gebiet kommt. Solltet ihr diese 100% nicht voll haben, könnt ihr das erst im nächsten Spieldurchlauf einmal machen. Was ich euch raten würde, ist in Xion so viele Nebenmissionen zu machen, wie ihr könnt. Da gibt es viele Nebenmissionen, die relativ einfach sind, die ihr relativ zügig abschließen könnt. Einige Nebenmissionen sind natürlich auch trophäenrelevant und geben euch viele Nanosuits, falls das für euch ein Anreiz ist. Vielleicht als kleiner Side-Fact, jeder Nanosuit hat mindestens eine weitere Version, die ihr dann im NG Plus einsammeln könnt. Also lohnt sich auf jeden Fall im ersten Durchlauf auch schon in das neue Gebiet zu kommen und auch im ersten Durchlauf so viele Nanosuits wie möglich zu sammeln, um dann im zweiten Durchlauf die veränderte Version zu bekommen. Eine davon habe ich hier zum Beispiel an, das ist der weiße Bikini und im ersten Durchlauf gibt es ja nur den blauen Bikini. Dementsprechend macht es schon Sinn, auch im ersten Durchlauf so viele der Nebenmissionen abzuschließen wie möglich. Gerade die Nebenmissionen für den Händler hier mit Arisa, den ihr hier machen müsst, den Teddybär, die Teddybär-Mission, wo ihr dann im zweiten Durchlauf eine neue Version bekommt, hier diesen pinken Bär. Und natürlich auch die Mission mit Gwyn und natürlich auch mit Roxanne, die ja auch viele Nanosuits euch gibt. Gerade die Mission, wo ihr nur Dinge ausrechnen müsst, wo ihr ein paar Gegner besiegen müsst und wo ihr nicht weit reisen müsst, sind super. Alle Missionen in Eidos 7 sind super, weil die sind alle relativ zügig. Und ja, ich würde euch einfach raten, im ersten Durchlauf, wenn ihr Interesse an dem geheimen Gebiet habt und an den Nanosuits, einfach alle Missionen abzuschließen, bevor ihr die Wüste abgeschlossen habt. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, dass ihr die Objectives in der Welt macht. Wie jetzt zum Beispiel hier so ein Poster. Das gibt nicht immer Prozente, aber ab und zu, wenn ihr so ein Poster entfernt, kriegt ihr ein paar Prozente für Lily dazu. Und wenn ihr da einige, da seht ihr es oben, abmacht, dann kriegt ihr immer wieder 1-2% und könnt so auch Prozente sammeln und müsst dann eventuell am Ende nicht ganz so viele Missionen abschließen. Und als letztes wichtige Information, rennt durch Eidos 9 nicht einfach durch, weil ihr habt später keine Möglichkeit mehr, dort einfach wieder hinzukommen. Bedeutet, bei eurem ersten Aufenthalt solltet ihr euch da sehr, sehr gut umgucken. Da gibt es auch noch ein kleines Geheimnisgebiet mit zwei Bossen, viele Camps, die ihr einsammeln müsst für Trophäen, drei Nanosuits und. Deswegen schaut euch da auf jeden Fall sehr, sehr gut um. Selbst als ich da war und mich richtig gut umgeschaut habe, habe ich einen Nanosuit verpasst. Das ist ein bisschen ärgerlich, werde ich dann jetzt im NG Plus nachholen. Aber dass ihr da auf jeden Fall aufpasst, weil ihr später nicht mehr die Möglichkeit habt, dort nochmal hinzukommen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Da wird es in den nächsten Tagen bestimmt noch das ein oder andere Video geben. Ich bin da gerade mitten im Platin Run. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann checkt doch einfach mal Twitch ab. Da bin ich wahrscheinlich heute auch wieder live und werde weiterhin die Platin-Trophäe handeln. Kommt gerne mit dazu und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.